Ja, du kannst nicht langfristig dich abhängig machen von wem anders mit deinem Content. Das darfst du nicht tun. Das ist wie, wenn Pärchen zusammenkommen und einen Pärchenkanal eröffnen, Pärchen-Content posten und dann trennen die sich und dann. Und damit genau das nicht passiert, habe ich mir etwas überlegt. Und somit. Welcome to a new video by Matis Magakfar. Na, habt ihr mich schon vermisst oder was? Ich habe mir überlegt, wie kann ich Matti näher kommen. Und um ihm nahe zu sein, dachte ich, muss ich einfach nur Matti sein. Also habe ich einen Fake-Account erstellt und einfach mal so getan, als wäre ich Matti. So, ich muss jetzt etwas leiser sein, denn meine Eltern schlafen. Ich hatte ja bei meinem allerersten Prank auch ein Instagram-Profil. Und hier sind natürlich immer diese üblichen Verdächtigen bei. Die sollen das natürlich alle nicht mitbekommen. Das sind ja auch dann teilweise meine Opfer, die ich anschreiben werde. Dann habe ich jetzt schon mal keine Follower mehr. Name: Matthias Berger. Benutzername: Matthias unterstrich Berger unterstrich. Official wurde leider wieder gehackt. Was hat er denn da so stehen? Matthias Berger. Er hatte so ganz viele Hashtags. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir sein Profilbild irgendwo finden. Das kann man auch gut nehmen, ne? Das nehmen wir. Oh, sieht schon geil aus. 1 hour later. Aber das lassen wir einfach so, oder? 2 Beiträge. Und dann kann es jetzt losgehen, oder? Next Step, seine Mods anschreiben und gucken, wie sie reagieren. So, hier ist nochmal der Account. Ich habe mir nochmal ein paar Follower ausgeliehen. Obwohl, ich würde sagen, unser allererstes auf was. Eden-Joker. Kommt, das ist doch perfekt hier, Mensch. Okay, wir haben ihm jetzt geschrieben: Hey, magst du im Stream immer mal wieder den Link von meinem neuen Instagram-Account reinposten? Wurde wieder gehackt. Phil sieht doch aus wie so ein richtiges Opfer. Spaß, Phil nimmt das nicht so ernst. Wir kopieren das einfach rein. Der liebe Eden-Joker hat uns geantwortet. Er meinte: Woher weiß ich, dass du kein Fake bist? Ich kann ihm ja einfach meine Audio schicken. Oh, Marlon, die Legende, hat uns geantwortet. Hey, Account zu faken ist echt uncool, also bitte lass es. Was antworten wir denn da am besten drauf? Soll ich es dir beweisen? Ja, beweisen wird groß geschrieben. Ich habe am Samstag ein Video hochgeladen, wo ich euch erzählt habe, wie ein Betrüger versucht hat, mich zu betrügen. Digga, das klingt ja mal so maximal scheiße, Alter. Oha, er scheint uns das ja wohl zu glauben. Yeah! Psch, nicht weiter sagen. Matti weiß Bescheid, aber nicht den anderen Mods und so schreiben. Ja. Bro, du hättest wenigstens versuchen können, einen Ausschnitt aus Mattis Ich wurde gehackt Video zu nehmen. Oh, gar nicht mal so eine dumme Idee. Gar nicht mal so eine dumme Idee. Was geschehen? Mein Instagram-Channel wurde gehackt. Ich bin's wirklich. Willst du Beweisbild? Was mache ich denn da jetzt? Ich kann mir da aber auch so einen Screenshot am besten, glaube ich, rausziehen. Das wäre schon funny. Rasiere mich gerade. Digga, dieses Bild, ey. Prediction: irgendeines von den etlichen öffentlichen Bildern von Matti incoming. Nee. Komm, dann schicken wir halt nochmal ein neues dazu. Scheiß drauf. Bam, rein da. Injoker, really jetzt? Was machen wir? Ja, dann schicken wir ihm halt ein Foto von uns. So, zack. Und. Na? Jetzt hatte ich ja aber noch, Phil geschrieben. Und ich glaube, der fand das nicht so witzig. Er meinte: Hör mal auf, du Vogel. Ich habe davon leider nur so Screenshots. Dann meinte ich so: Aber deine Wimpern. Auf jeden Fall hat er irgendwie nicht geglaubt, dass ich das bin oder so. Und meinte dann: So, mein Guter, ich melde das an Mamatti. Das ist gerade gar nicht witzig. Und irgendwelche anderen Leute reinziehen, ist ekelhaft. Und mir hat er dann auf meinem Mattis Magerquark-Account geschrieben: Bist du es wirklich? Okay, den Clip, wie Roxy darauf reagiert, habe ich leider verloren. Aber ich habe eine weitere Idee, wie ich Matti näher kommen kann. Denn was tragen beste Freunde? Richtig. Ein allerbeste Freunde-Shirt. Okay, Roxy hat mir irgendwie was gebracht. Vielleicht ist das was von Miles. Was ist denn das jetzt? Das ist ein T-Shirt. Was ist das denn? Was ist das denn? Warum gibt mir Roxy random das in die Hand? Hä? Maus? Hast du dieser Person unsere Adresse gegeben? Was ist das denn? Hä? Was zur Hölle ist das denn? Riech nicht dran. Oh, okay. Was ist das denn? Dieser Edit! Es passt sogar.
Ich check grad gar nichts, Digga. Wer ist das? Ich glaube, es hat ihm gefallen, wie oft er das Shirt wohl schon anhatte. Aber um ihm auch tatsächlich nahe zu sein, muss ich ihm auch physisch nahe sein. Und genau deswegen habe ich mir da einfach mal was bestellt. Oh yeah. Gott, hilf mir. Also, folgender Plan. Ich habe Pappe gekauft. Das kleben wir da drauf und schneiden es dann einfach aus. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil. Ah, scheiße, okay, ja. Bisher ist es okay. Ja, oh, scheiße. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ah, die Blasen bekomme ich irgendwie nicht raus. Scheiß drauf. Ich mach das nie wieder. Also es ist ja nur wichtig, dass dieser Bereich hier gut sitzt, ne? For heavy duty cutting operations. Das sieht ja mal so scheiße aus. Ich hasse Basteln, Alter. Da ist er! Hoffentlich sieht er auf der Kamera nicht ganz so scheiße aus, wie er in echt aussieht. Ich muss aber ehrlich sein, Matti und ich sind schon echt gute Freunde geworden. Wir sind durch dick und dünn, durch jung, durch alt. Wir sind einfach in den Sonnenuntergang geritten und somit hat er alles sein Happy End gefunden. You can count on me, not one, two, three, I'll be there. And I know. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen.